Hey, mein Name ist André und du hast dich wahrscheinlich schon öfters gefragt, wie bekommen die ganzen Leute eigentlich immer diesen smoothen Background hin? Das erkläre ich dir heute, das Thema der Blende. Viel Spaß! Die Blende regelt quasi, wie viel Licht durch das Objektiv in die Kamera auf den Sensor kommt. Sie wird meistens gekennzeichnet durch ein kleines F mit einem Strich oder durch ein großes F in den Datenblättern. Das Besondere dabei ist, umso kleiner die Zahl ist, umso größer ist die Öffnung. Und umso größer die Zahl, umso kleiner ist die Öffnung. Das erkläre ich euch anhand eines Beispiels am besten. Hier seht ihr eine relativ große Öffnung von einem Porträtobjektiv. Und hier seht ihr eine relativ kleine Öffnung von dem Kit-Objektiv. Das sind natürlich nur Veranschaulichungen, nur damit ihr seht, was der Unterschied ist zwischen großen und einem kleinen Loch. Das heißt also, je kleiner die Zahl, desto größer kann die Öffnung sein, desto mehr Licht trifft auf den Sensor in kürzerer Zeit, bei einer kürzeren Verschlusszeit, ohne den ISO-Wert hochdrehen zu müssen. Jetzt kommen wir aber zum wirklichen Knackpunkt des Themas, der tiefen Schärfe bzw. tiefen Unschärfe, nämlich den smoothen, weichen Background, den ihr wahrscheinlich alle als sehr hochwertig empfindet und alle haben wollt. Das ist möglich mit Porträtobjektiven meistens, die eine Blende zwischen 1,4 oder 2,8 maximal haben. Dadurch ist es möglich, dass das Model richtig schön rauskommt und der Hintergrund eher verschwimmt. Die Lichter werden alle diffus und richtig schön weich. Im Gegensatz dazu ist es in der Landschaftsfotografie eher üblich, höhere Blendenzahlen zu nehmen. Das heißt also zwischen Blende 8 und Blende 13, sage ich mal. Denn dadurch ist es möglich, nicht nur den Vordergrund scharf zu bekommen, sondern auch den Hintergrund scharf zu bekommen. Also sehr viel Tiefenschärfe zu haben. In der Tiefe viel Schärfe. Dazu zählen natürlich dann auch andere weitere Faktoren, zum Beispiel wie weit ist der Vordergrund vom Objekt entfernt und wie weit ist der Vordergrund vom Hintergrund entfernt. Darauf werde ich aber noch später eingehen in anderen Videos. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst gerne Feedback unten in den Kommentaren da, dann werde ich mir das mal anschauen. Aber jetzt empfehle ich euch erstmal, probiert es ein bisschen aus, geht in den A-Modus oder in den AV-Modus, je nachdem was für eine Kamera ihr habt. Das ist der Blendenmodus eurer Kamera und das ist meiner Meinung nach die beste und einfachste Möglichkeit, erstmal mit dem Thema der manuellen Fotografie klarzukommen und erstmal zu checken, was macht die Kamera eigentlich, wenn ich an diesem einzelnen Rad drehe. Also Hausaufgabe für euch, geht raus, versucht ein bisschen zu fotografieren im Blendenmodus und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Das war's mit dem Video, euer André, haut rein!